Oh, keine Muni mehr. Du hast Glück. Ciao. Das war ein Scherz. Ich würde dich doch niemals verlassen, Baby. Höchstens sein Kopf, den Rumpf. Da hinten ist einer. Da ist auch einer. Scheiße. Genau in meinem Weg. Was geht? Buddy. Ach so, meine Blendgranate. Wo ist denn die? Eigentlich. Hierher. Ja, schön hierher. Ui, ja, kriege ich Gänsehaut jedes Mal, wenn genau sowas kommt. Alter, ey. Ach, den Zettel habe ich gar nicht gesehen. Obwohl ich immer alles nachgucke und prüfe. Das ist der Grund, warum man immer alles 10-mal lang geht. Unkrautvernichter-Synthese. Unkrautvernichter-Synthese für Gewächs 43. Erstens, leere Kartusche im Lösungsausgeber platzieren. Nummer 2. Erforderliche Menge UMB Nummer 21 P' noch irgendwas einfüllen. Schritt Nummer 3. Umgehend kühlen. Okay, also platzieren, die Menge einfüllen und dann aber sofort kühlen. Gewächs 43 zeigt beeindruckendes Wachstum. Sollte etwas Unerfreuliches geschehen, wäre es schwer zu kontrollieren. Im Fall eines unvorhergesehenen Vorfalls sollte nach den oben stehenden Anweisungen ein Unkrautvernichter hergestellt werden, um den Schaden möglichst gering zu halten. Ah ja, dafür. Aber da ist leider keiner mehr dazu gekommen. Vor mir. Alter, die Welt geht immer noch unter. Ich zock hier und let's play hier. Und die Welt geht draußen unter. Was hast du gemacht, dass die Welt unterging? Ich habe let's played. Ganz gemütlich. Manueller Modus aktiviert. Bitte okay. Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Das weiß ich doch nicht. Ach so. Muss ich extra bis dahin. Hä? Ah. Okay. Alle drei oder was? Man muss bis dahin gehen. Achso, warte mal, der saugt von da ab. Ah, ist schon wieder so ein Rätselchen. Jetzt musst du von einem, musst du so viel. Okay, also der hat das meiste, der muss also richtig voll. Okay, jetzt ist der voll. Nee, so. Ich komme gleich drauf. Alles gut. Ja. Wir haben es gleich. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich habe da irgendwie gerade so ein Gespür.
Jetzt. Nee. Nee, warte mal. Es war was anderes. Das war was ganz anderes, was ich mir gedacht habe, dass ich nur noch so eine kleine geringe Menge nur noch dazufügen muss. Oder abziehen muss. Was ist, wenn ich jetzt das ins große Gefäß tue? Und dann jetzt das tausche und das jetzt dort reinfülle und dann das tausche und das tausche und das tausche und dies nochmal tausche und das jetzt dort reinfülle. Wow, das hat echt lange gedauert. Ich weiß nicht, ob ich es geschnitten habe. Wahrscheinlich. Alter, sonst bin ich eigentlich so gut, ey. Also nicht so schlecht bei Rätseln, aber da habe ich jetzt echt gerade den Faden verloren. Verteilerkartusche, Lösung. Die haben wir. Sauber. Müssen wir die mehrmals machen? Okay. Lösung. Sprinkleranlage. Warum speichert's? Da war Speichern. Oder irgendwie so. Geladen, meine ich. Ja, halt's der Maul. Tschüss. Und viel Spaß mit der Sprinkleranlage. Ciao. Fehler. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Ach, ich muss es ja noch kühlen. Wo soll ich das denn kühlen? Wo ist denn hier der Kühlraum? Präsentationsraum? Greenhouse? Hä? Wo soll ich das denn jetzt kühlen? Oh. Das weiß ich doch jetzt nicht. Geht es da geradeaus auch weiter? Nee. Nee, nee. Vielleicht hier unten nochmal? Ich weiß, dass wir da nochmal am Strom was anzapfen könnten. Das weiß ich noch. Weil wir jetzt beim Strom jetzt ja hier nochmal so dieses Ding da aufgesammelt hatten. Darum wollte ich sowieso nochmal hierher kommen. Und vielleicht ist hier auch nochmal so ein kühler Dingsterbumster. Scheiße.
Bleib diesmal unten. Guck mal, er winkt. Er winkt auch. Es gibt nicht nur einen Winker, Hans. Ja. Was war hier? Ah, Serverraum. Ah, okay. Hab zwar auf den Feuerlöscher geschossen, aber da ist nichts passiert. So, und das hier meinte ich jetzt. Hier können wir jetzt nämlich da an den Kasten. Ganz genau hier. So viel Wartungsarbeiten. Ach, jetzt kann man da noch aufdrücken. Ah, ich muss es einstellen. Auf Murph. Links hin, rechts Regler drehen, wechseln. Alter, was ist das denn? Weiß ich ja nicht, wie ich es hier einstellen muss dafür. Hab ich doch, Murph. Ah, weiß ja nicht, wie ich das jetzt hier einstellen muss. Weiß ich doch nicht. Ach so, ich muss es so anpassen hier, wie oben da. Oh, schöne Musik. Klingt wie so eine Gameboy-Musik, die Musik von so einem Gameboy-Spiel. Wie so ein Gameboy-Spiel. Okay, jetzt klappt's aber. Ja, wir haben wieder Licht. Es läuft wieder alles. Strom ist wieder an. Dann würde ich mal sagen, Leute, packen wir es an. Da war ja zu, da ging es noch geradeaus. Ich glaube, wir gehen erstmal in den Serverraum. Vielleicht erlebt uns da etwas weniger eine Überraschung. Ich glaube, wer jetzt einen auf Winkerhans gemacht hat, glaube ich, steht da nicht mehr auf. Das war bei dem anderen auch. Wir kommen hier rein. Serverraum. Auch alles zerstört. Hier dürfte doch kein Zombie sein, Alter. Als wenn hier jemand jetzt sich hier verwandelt hat drin. Okay. Mal gucken, was wir hier finden. Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Nein, bleib bitte zu. Ein Messer. Messer haben wir schon. Die Statue kann jetzt weg. Ah, ja, ist natürlich jetzt wieder die Frage. Wir können uns schon wieder Schrotmoni machen, aber die Frage ist, machen wir uns hier. Oh, es ist ein Speicherraum. Ah, cool. Brennmaterial, perfekt. Genau das brauchen wir. Für die Mistpflanzen, Viecher. Nein. Uiuiui. Ah, super. Kann ich ja jetzt hier kombinieren. Da haben wir echt jetzt gar nichts mehr gehabt, ey. Boah. Ja, ja. Oh ja.
Wir sagen, nehmen wir einfach mit. Nehmen wir einfach mit. So. Stromversorgung ist da. Ist am Start. Hier war aber noch irgendwo so ein Ding. Ah, hier ist nochmal Grünes. Ja, stimmt, oder? Auf jeden Fall war irgendwo eins. Hier war aber noch nicht. Die war ja zu. Scheiße. Scheiße. Das ist mir hier sehr dunkel. Sehr dunkel. Gibt's hier auch irgendwie Licht? Oh, das sieht sehr kühl aus dort. Denkt ihr das, was ich denke? Ich glaube, hier können wir unser Teil da kühlen. Oh nein. Bin ich erschrocken werden. Die steht sowieso auf. Wenn ich jetzt denn spätestens nachher. Steh auf. Los. Komm her. Ja, ja, wissen wir alle. Verdammt. Oh, keine Muni mehr. Du hast Glück. Ciao. Das war ein Scherz. Ich würde dich doch niemals verlassen, Baby. Höchstens sein Kopf, den Rumpf. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Ah ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Dr. Lee, ganz genau.